Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 24. Wir setzen das Kapitel partielle Ableitung fort und wir möchten in diesem Abschnitt die Kettenregel und den Satz von Schwarz für die partiellen Ableitungen beweisen. Wir fangen mit der Kettenregel an, die sehen Sie hier. Und die Formulierung ist ja ähnlich wie die Formulierung der Kettenregel für die totale Ableitung. Wir betrachten also wieder Funktionen f und g, wobei das f von der Teilmenge des Rn in den Rm abbildet und das g von der Teilmenge des Rm in den Rd abbildet. Und das Ganze ist so gemacht, also wir setzen voraus, dass das Bild von f eben im Definitionsgebiet von g enthalten ist, sodass man die Funktion auch verketten kann. So, wenn wir jetzt annehmen, dass f in dem Punkt x partiell nach xj differenzierbar ist und wenn wir annehmen, dass g in dem Bildpunkt von x unter f differenzierbar ist, dann ist die Verkettung in x partiell nach xj differenzierbar und es gilt diese Rechenregel für die partielle Ableitung der Verkettung nach xj. Und da steht eben auf der linken Seite die Jacobi-Matrix von g an der Stelle fx. Das ist also was? Das ist eine Matrix mit d Zeilen und m Spalten, also eine d Kreuz m Matrix. Und die wenden wir hier an auf einen Vektor im Rm. Okay, das macht also alles, es hat alles seinen Sinn, dieses Matrix-Vektorprodukt, das da steht. Die zweite Aussage in diesem Lemma ist ein sozusagen ein Upgrade, wenn man nicht nur eine partielle Ableitung hat, sondern wenn wir wissen, dass f sogar nicht nur in eine Richtung partiell differenzierbar ist, sondern in beliebige Richtung partiell differenzierbar und g wie zuvor differenzierbar ist, dann ist auch die Komposition eben partiell differenzierbar und wir können hier diese Identität für die Jacobi-Matrizen aufschreiben. Und da haben wir auf der linken Seite eine Matrix und auf der rechten Seite haben wir ein Matrix-Matrix-Produkt und da kommt ja wieder eine Matrix raus. Okay, schauen wir uns den Beweis an. Dazu führen wir wieder diese Hilfsfunktion einer reellen Variablen ein. Das ist u von t und das ist eben hier definiert. Das ist also die Verkettung von g mit f an der Stelle x plus t e j und wir wissen, die Ableitung von u im Punkt t gleich 0 ist gerade die partielle Ableitung von g verkettet mit f in Richtung xj an der Stelle x. Also wir müssen hier nachweisen, dass u eben differenzierbar im Punkt t gleich 0 ist. Und das werden wir tun, indem wir die Weierstrassche Zerlegungsformel für u nachweisen werden. Und dazu besinnen wir uns erstmal daran, dass wir eben angenommen haben, dass f partiell differenzierbar ist nach ej. Und das bedeutet, dass wir hier diese Zerlegungsformel haben mit einem Restlied, das eben so aufgeschrieben werden kann, wobei dieses Rho eben gegen 0 geht, für t gegen 0. Und für das nachfolgende Argument ist es nun hilfreich, diese beiden Terme zusammenzufassen und als h von t zu bezeichnen. Was wir wissen ist, wenn t gegen 0 geht, dann geht auch h von t gegen 0, denn hier steht ein t und ja, hier eben auch und das Rho ist beschränkt in t. Und das erlaubt nun Folgendes, wir können jetzt die Differenz ut minus u0 mit einfach der Definition folgend und dieser Zerlegung hier folgend aufschreiben als die Differenz dieser beiden Terme. Hier haben wir in das g fx plus ht eingesetzt. Und jetzt können wir die Differenzierbarkeit von g verwenden. Die sagt dann uns, dass also hier, wenn wir die Zerlegungsformel für g verwenden, diese Differenz durch diesen linearen Term gegeben ist, die Ableitung von g an der Stelle fx angewendet auf ht. Und dann kommt eben der Restterm dieser Zerlegungsformel. Und dieses Rho g ist wieder von der Bauart, dass wenn das Argument gegen 0 geht, der Vektor hier gegen 0 geht, dann geht Rho g eben der Wert, Funktionswert gegen 0, was hier auch nochmal formuliert ist.
Ja, was wir jetzt zeigen möchten, ist, dass wenn wir diese Differenz durch t teilen und dann t gegen 0 schicken, dass dann an dieser Stelle ein Ausdruck rauskommt, der gerade die Ableitung ist, die wir eben behauptet haben von f in Richtung ej. Und dazu schauen wir uns einfach mal den Term an. Wenn wir diesen durch t teilen, wenn wir diesen durch t teilen und uns an die Definition von ht erinnern, dann sehen wir ja, dass ht die Summe ist von zwei Termen, dieser erste Term und dieser zweite Term. Und dieses Ding hier ist ein linearer Operator, das heißt, wir können jetzt einfach getrennt untersuchen, was passiert, wenn wir diesen Operator auf den ersten Term anwenden und auf den zweiten Term. Hier sieht man, was passiert, wenn wir ihn auf den ersten Term anwenden. Das Einzige, was wir noch gemacht haben, ist diesen Skalar aus der linearen Abbildung rausgezogen und dann mit dem Nenner verarztet. Das heißt, wir haben dieses t dann gekürzt und deshalb steht hier nur dieser Ausdruck, wo kein t mehr vorkommt. Und das ist das, was im zweiten Term passiert. Da setzen wir also das ein in die Ableitung von g an der Stelle fx, ziehen wieder mit der Linearität den Betrag von t raus und erhalten dann den Ausdruck, den Sie hier sehen. Und jetzt können wir hier t gegen 0 gehen lassen. Da verändert sich beim ersten Term nichts. Aber beim zweiten Term sehen wir, dass dieser Term dann gegen 0 konvergiert. Warum? Nun, das hier ist beschränkt, aber rho von t geht gegen 0, wenn t gegen 0 geht. So war dieser Rest eben eingeführt worden. Und das bedeutet, wenn wir hiervon jetzt die Norm nehmen und die Operatornormabschätzung verwenden und verwenden, dass dieser Term hier durch 1 beschränkt ist, dann geht dieser zweite Term tatsächlich gegen 0. Und hier sehen Sie die 0. Ja, und was hier noch passiert ist, ist, wir haben einfach diesen Ausdruck anders aufgeschrieben, indem wir die Jacobi-Matrix von G an der Stelle fx verwendet haben und die lineare Abbildung eben so dargestellt haben. Ja, und wenn man das jetzt von links nach rechts liest, haben wir gezeigt, dass wir, wenn wir diese Differenz durch t teilen und t gegen 0 schicken, dann konvergieren wir hier gegen. Auf der anderen Seite ist der Grenzwert eben auch die partielle Ableitung von g verkettet mit f an der Stelle x in Richtung xj. Und damit haben wir gezeigt, letztlich, dass eben g nach f partiell differenzierbar ist und haben die Ableitung berechnet, die partielle Ableitung. Gut, und Teil B, ja, dieser Aufgabe ist eine einfache Übung und sie wird dann eben im Übungsbetrieb dann diskutiert. Ja, hier möchte ich nur eine kurze Eselsbrücke erklären, wie man sich die Formel für die Jacobi-Matrizen merken kann. Und zwar merkt man die sich am einfachsten, indem man sich auf lineare Funktionen zurückzieht. Also wir sagen mal, das f soll ja eine Abbildung sein vom Rn nach Rm. Und wir nehmen jetzt hier in dem Beispiel an, dass es eine lineare Abbildung ist. Das heißt, hier muss dieses A eine M kreuz N Matrix sein und das G soll dann eine Abbildung sein von Rm nach nach Rd. Und das heißt, die Matrix B muss eben eine D kreuz M Matrix sein. Und wenn man jetzt die Verkettung sich anschaut, G nach F und auf den Vektor x anwendet, dann ist es einfach B AX. Das heißt, hier steht ein Matrix-Matrix-Produkt. Und das ist auch eine lineare Abbildung. Da wissen wir, was die Ableitung ist, nämlich die Ableitung die Darstellungsmatrix zu dieser Ableitung, also die Jacobi-Matrix, ist gerade B mal A. Und das sehen Sie hier. Und auf der anderen Seite ist die Jacobi-Matrix für G und für F gerade B und A. Und wenn Sie das dann hier, was hier im linearen Fall ja ganz offensichtlich ist, dann zusammensetzen, dann sehen Sie, dass eben diese Formel, die wir gerade bewiesen haben, tatsächlich richtig ist. Und so kann man sich das einfach merken.
Ja, man kann jetzt diese Kettenregel auch nochmal anwenden, um die Richtungsableitungen mithilfe der Jacobi-Matrix auszudrücken. Das sehen Sie hier. Wenn wir die Richtungsableitung von der Funktion g in Richtung e verstehen wollen, dann ist die gerade gegeben durch die Jacobi-Matrix angewendet auf e. Und das sieht man einfach direkt durch die Anwendung unseres Lemmas auf diese Hilfsfunktion, die hier steht. Denn die Ableitung, die hier steht, ist nichts anderes als die Ableitung der Verkettung von G nach F an der Stelle 0. Und mit der Kettenregel können Sie das dann ausrechnen und erhalten dann diese Formel. Ja, hier ist eine weitere Anwendung als Beispiel der Kettenregel. Wir schauen uns eine stetig differenzierbare Funktion an und eine Kurve. Die Funktion f ist also eine Transformation, wenn man möchte, vom RD nach RD. Und wir haben die Kurve, die eine Kurve im RD ist. Und wir nehmen an, dass diese stetig differenzierbar ist. Und die Kettenregel sagt uns nun, ja, wenn wir f mit u verketten, dann erhalten wir wieder eine Abbildung von AB nach RD. Und diese Abbildung ist dann auch stetig differenzierbar, damit auch stetig und damit ist es sogar eine stetig differenzierbare Kurve. Und wir können weiter noch die Tangente an diese Kurve V ausrechnen und sehen, dass die eben als Produkt, als Matrix-Vektorprodukt der Jacobi-Matrix mit der Tangente an die Originalkurve U gegeben ist. Das gilt so in dieser allgemeinen Situation. Wir können das noch weiter spezialisieren und uns diese Transformation auf Polarkoordinaten ansehen. Und jetzt mal eine Kurve betrachten. Hier die Kurve U sei eine Kurve von R nach R2 von dieser Form hier. Also hier, das ist unser R2. Und die Spur von U geht eben durch den Punkt 1, 0, also durch diesen Punkt hier. Und je nachdem, wie man E wählt, kommt da eine andere Gerade raus. Zum Beispiel, wenn wir E1 als E1 festlegen, da kommt dann gerade diese erste Koordinatenachse raus. Wenn wir für E die E2 festlegen, dann kommt eine Gerade raus durch diesen Punkt, aber parallel zur zweiten Koordinatenachse. Und wenn wir jetzt hier für E diesen Vektor wählen, das ist eine Vektor in Richtung der Winkelhalbierenden, dann kommt da eben eine Gerade raus von dieser Form. Ja, und diese Geraden werden jetzt, also das sind die Spuren dieser Kurve, dieser sehr einfachen geraden Kurven, die können jetzt transformiert werden mit Hilfe unserer Transformation f, indem wir f nach u anwenden und dann kommt eine neue Kurve raus von r nach r2 und hier sehen Sie die Bilder dieser Kurven, also im ersten Fall, wenn wir hier entlang laufen, erhalten wir diese Kurve, die Sie hier sehen. Im zweiten Fall, wenn wir hier entlang laufen, dann erhalten wir eine Kurve, die eben hier auf dieser Kreislinie verläuft. Und wenn wir die Winkelhalbierende entlang laufen, dann kriegen wir diesen grünen Schnörkel. Ja, eine weitere Bemerkung, die wichtig ist, ist, eine, die sozusagen den Satz 252, der die partielle und die totale Differenzierbarkeit vergleicht und die Proposition 241 zusammenfasst. Und wenn man die zusammenfasst, erhalten wir diese Implikation. Erstens f stetig partiell differenzierbar, genau dann, wenn f stetig differenzierbar ist. Und zweitens Differenzierbarkeit impliziert partielle Differenzierbarkeit und differenzierbar impliziert stetig. Und die wichtige Bemerkung ist nun, dass alle anderen Implikationen, die man nicht aus einer Transitivität dann direkt aus diesen Implikationen herausbekommen würde, die gelten nicht. Das heißt, insbesondere impliziert partiell differenzierbar nicht differenzierbar und partiell differenzierbar impliziert auch nicht, dass f stetig ist. Und Sie werden in der Übung Beispiele sehen hierfür. Und ein Beispiel ist etwa diese Funktion hier. Das ist ein Beispiel für eine Funktion, die partiell differenzierbar ist
aber in Punkt 0,0 nicht total differenzierbar ist. Und warum das der Fall ist, sehen Sie in der Übung. Ja, dann der nächste Punkt ist, Sie haben in der Analysis 1 ja gesehen, dass man eine Funktion mehrmals ableiten kann und man kann auch dementsprechend partielle Ableitung iterieren. Hier ein kleines Beispiel, wenn wir mit so einer Funktion starten, vom RD nach R2, die hier definiert ist, die hängt jetzt hier nur von den ersten beiden Komponenten x1 und x2 ab, dann kann man diese Funktion nach x1 ableiten, partiell ableiten. Erste Komponente ergibt das, die zweite ergibt das. Und Sie erhalten auf diese Weise natürlich eine Funktion, die wieder vom RD in den R2 geht. Und jetzt können Sie die nehmen und sich die Frage stellen, ist diese Funktion partiell differenzierbar? Zum Beispiel nach der zweiten Komponente. Und die Frage stellen Sie sich hier. Und wenn wir das hier, diese Funktion nach der zweiten Komponente ableiten, dann sehen Sie, dass nach der zweiten Koordinatenrichtung ableiten, dann sehen Sie, dass in der ersten Komponente 2 mal x1 übrig bleibt und die zweite Komponente ist konstant 1. Ja, und das, was hier steht, schreibt man eben dann auch auf diese Art und Weise auf. Man wendet die zweite partielle Ableitung auf die erste partielle Ableitung von f an. Und man könnte hier noch, wenn man möchte, Klammern setzen, aber im Normalfall setzt man eben keine Klammern. Und so hat man jetzt die partiellen Ableitungen iteriert. Ja, und das führt nun auch auf eine Definition. Was ist jetzt genau eine partielle Ableitung und was heißt es, dass eine Funktion k mal bzw. k plus 1 mal partiell differenzierbar ist? Und diese Definition ist hier iterativ. Das heißt, wir haben bereits erklärt, was es bedeutet, dass man partiell differenzierbar ist. Und das ist analog dazu, dass man sagt, man ist einmal partiell differenzierbar. Und wenn man diesen Begriff kennt, dann kann man jetzt definieren, was es heißt, zweimal partiell differenzierbar zu sein und so weiter. Und kann so den Begriff der k-mal partiellen Differenzierbarkeit einführen. Und das passiert hier wie folgt. Also sei Omega offen, die Funktion f. Und wir nennen diese Funktion k plus einmal differenzierbar in Omega, falls sie eben k-mal partiell differenzierbar in Omega ist, das heißt in allen Punkten x in Omega. Und falls diese kartenpartiellen Ableitungen, das sind also Ausdrücke dieser Form, wo wir einfach k mal partielle Ableitung auf f anwenden. Gerade eben haben wir eine zweite partielle Ableitung gesehen in dem Beispiel. Und wenn wir das Spiel fortsetzen, dann können wir das eben auch k mal machen. Hier leiten wir zuerst nach der Komponente xj1 ab, dann nach xj2 und die Funktion, die da rauskommt, nach xjk. Und das sind also hier k-Ableitungen, die wir bilden und das nennt man dann eine Karte partielle Ableitung. Und die Bedingung ist nun, dass alle diese partiellen Ableitungen, die sollen alle partiell differenzierbar sein. Das heißt, hier haben wir k-mal abgeleitet, jetzt leiten wir nochmal ab oder fordern, dass wir nochmal partiell in jede Koordinatenrichtung ableiten können. Und ja, wenn das der Fall ist, nennen wir eben die Funktion k plus einmal partiell differenzierbar. Und wir nennen dann f k-mal stetig differenzierbar, falls diese Kartenableitungen auch noch stetig sind, also falls sie existieren und stetig sind. Okay. Jetzt können wir dann Räume definieren. Wir schreiben C0 Omega Rm für alle stetigen Funktionen von Omega nach Rm. Dann CK für alle Funktionen, die k mal stetig partiell differenzierbar sind. Und dann C unendlich definieren wir als den Schnitt dieser CKs für k gleich 0 bis unendlich. Das heißt, jede Funktion, die hier drin liegt, ist beliebig oft stetig partiell differenzierbar. Okay, und dann gibt es noch den Fall, der uns im nächsten Kapitel vor allem beschäftigen wird, nämlich der Fall einer skalaren Funktion, das heißt, wenn m gleich 1 ist, und dann lässt man hier einfach den Bildraum weg und schreibt einfach ck Omega statt ck Omega Rm.
Ja, wenn man jetzt eine Funktion mehrmals differenzieren kann, dann kann man sich die Frage stellen, macht es einen Unterschied, ob ich erst nach x1 und dann nach x2 differenziere oder erst nach x2 und dann nach x1 differenziere? Und die Antwort ist, ja, es macht einen Unterschied. Im Allgemeinen werden dazu zwei verschiedene Funktionen rauskommen. Aber falls jetzt die zweiten Ableitungen eben stetig sind, dann kommt das Gleiche raus. Und das ist die Aussage vom Lemma von Schwarz. Das ist eine ganz wichtige Aussage, die hier formuliert wird. Wenn wir also eine Funktion haben und wir uns partielle Ableitungen ansehen nach k und nach j, also xk und xj, dann gilt, falls diese Ableitungen existieren und stetig sind im Punkt x, dann kann man sie auch vertauschen. Das ist also die Aussage, die man sich sehr einfach merken kann. Ja, wir möchten uns den Beweis ansehen und es genügt hier, sich den Fall anzusehen, wo die Funktion nur von x1 und x2 abhängig ist, also wenn n gleich 2 ist. Und wir dürfen auch annehmen, dass wir nur den Punkt x gleich 0 untersuchen, denn die allgemeine Situation kann man auf diese Situation zurückführen, indem man eine neue Funktion u einführt, die nur von zwei Komponenten abhängt und so definiert ist. Und hier schaut man sich sozusagen die beiden Richtungen an, nach denen man partiell ableiten möchte. Okay, aber schauen wir uns also nur den Fall n gleich 2 an und da ist meinetwegen k gleich 1 und j gleich 2 und wir möchten uns die Frage stellen, ob die partiellen Ableitungen nach x1 und nach x2 vertauschen. Okay, dann wählen wir uns wieder einen Radius von der kleinen Kugel, eine Kugel bezüglich der Maximumsnorm, sodass diese Kugel um die 0 vollständig in Omega enthalten ist. Das ist möglich, weil ja wir angenommen haben, dass Omega eben eine offene Menge ist. Und jetzt fixieren wir einen Punkt x mit Komponenten x1, x2, der in dieser kleinen Kugel drin liegt. Und wir möchten, dass x1 und x2 eben nicht 0 sind. Ja, und was wir machen werden, ist eben, wenn ich hier ein Bild mal male und hier der Punkt x liegt. Wir werden wieder diesen Vektor auf zwei verschiedene Art und Weisen zerlegen. Wir gehen einmal von 0 zu dieser Stelle hier, längs der ersten Koordinatenrichtung und dann gehen wir nach oben. Diesen Auszug können wir eben dann zum einen mit der ersten partiellen Ableitung verstehen und dann die zweite partielle Ableitung anwenden. Und dann gehen wir einen alternativen Weg, wo wir erstmal in Richtung zweiter Koordinatenachse gehen und dann in Richtung erster Koordinatenachse. Und entlang diesen beiden Pfaden kriegen wir gleich zwei verschiedene Identitäten, in denen die zweiten partiellen Ableitungen vorkommen werden und wir werden dann sehen, dass dann das Gleiche rauskommen muss, wenn die Ableitungen stetig sind. Okay, das ist jetzt der erste Punkt. Hier gehen wir einen Pfad entlang. Ja, hier gehen wir den ersten Weg entlang und wir behaupten, dass diese Identität gilt. Und um die zu sehen, wir werden gleich nochmal genauer ansehen, was da überhaupt steht. Um diese zu beweisen, führen wir eine Hilfsfunktion ein, das ist dieses ut. Und wir sehen, dass wenn wir t gleich x1 setzen, dann erhalten wir hier diese Differenz. Und wenn wir t gleich 0 setzen, erhalten wir diese Differenz hier. Und jetzt stellt man fest, u von t ist also eine Funktion einer Veränderlichen. Diese Funktion ist differenzierbar, weil f partiell differenzierbar ist. Ja, zweimal partiell differenzierbar. Und dann ist eben dieses u differenzierbar. Und deshalb folgt aus dem Mittelwertsatz diese Identität hier. Also ux1 ist gleich u von 0 plus x1 mal u-xi. Und xi ist eben eine Zwischenstelle. Und wir können jetzt die Terme identifizieren, die dort stehen. Da ist u von x1 ist eben diese Differenz. u0 ist diese Differenz. Und das, was hier steht, das soll später mal durch diesen Term hier wiedergegeben werden. Soweit sind wir aber noch nicht, sondern wir sind erst hier an dieser Stelle. Der Term auf der linken Seite und der erste Term auf der rechten Seite sind schon in Ordnung.
Und hier haben wir jetzt einfach ausformuliert, was dort steht und dieses U' mithilfe der partiellen Ableitung von f ausgedrückt. So, hier steht wieder eine Differenz einer Funktion und diese Funktion nennen wir v von s. Wieder ist es so, wenn wir für s x2 einsetzen, dann kriegen wir den Term und wenn wir für s 0 einsetzen, dann kriegen wir diesen Term hier. Das heißt, das, was hier steht, ist v x2 minus v0. Nun haben wir angenommen, dass f eben zweimal partiell differenzierbar ist. Und das bedeutet, dass diese Funktion v eben differenzierbar ist. Und der Mittelwertsatz sagt uns nun, dass wir diese Darstellung haben. Okay, und hier können wir wieder Terme identifizieren. Vx2 ist also dieser Term. Und V0 ist eben dieser Term. Und was nun übrig bleibt, ist dieser Term, den Sie hier sehen. Und wenn man dieses ausrechnet, dann erhalten Sie hier also die gemischte die Ableitung dieses Ausdrucks hier nach x2 mal x2 mal x1 und Sie erhalten dann diesen Term. Und damit haben wir diese Identität bewiesen. Sie sehen die Identität auch nochmal hier. Und Sie können jetzt das gleiche Argument durchführen und einfach die Rollen von x1 und x2 vertauschen. Und was Sie dann bekommen, ist diese Formel hier. Da haben Sie die Rollen von x2 und x1 vertauscht. Und das Einzige, was Sie eben feststellen, ist hier, dass die Reihenfolge der partiellen Ableitung eine andere ist und auch die Zwischenstellen sind eine andere. Auf der anderen Seite, die ganzen anderen Terme, wenn wir die alle auf die linke Seite rüberbringen, dann stehen dort genau die gleichen Terme. Also wenn wir die beiden Terme noch hier rüberbringen und die hier auch, dann steht auf der linken Seite das Gleiche. Und das bedeutet, dass diese zwei Ausdrücke, die hier stehen, dieselben sein müssen. Und weil wir eingenommen haben, dass x1, x2 jeweils ungleich 0 sind, folgt daraus, dass diese beiden partiellen Ableitungen zweiter Ordnung identisch sind, aber eben noch an verschiedenen Zwischenstellen, Xi Eta und Xi Tilde und Eta Tilde. Und jetzt kann man eben kann man eben die Punkte, die man betrachtet, also dieses h gegen 0 schicken. Und da diese Xis und Etas immer betragsmäßig kleiner h waren, folgt daraus, dass Xi Eta gegen 0 geht und auch Xi Tilde Eta Tilde gegen 0 geht. Und jetzt kommt eben zum ersten Mal die Annahme ins Spiel, dass die partiellen Ableitungen stetig sind, die zweiten partiellen Ableitungen. Und deshalb konvergiert dieser Ausdruck gegen diesen hier, dieser Ausdruck konvergiert gegen diesen hier. Und weil die entlang dieser Folgen eben identisch sind die beiden Ausdrücke, folgt auch, dass der Grenzwert identisch sein muss. Und dann haben wir unsere Behauptung bewiesen. Ja, und wir können diesen Satz eben das Lemma von Schwarz, das können wir eben iterieren. Wenn wir das Vertauschen von zwei Ableitungen verstehen, können wir auch das Vertauschen von k-Ableitungen verstehen. Und das steht hier in diesem Korollar. Insbesondere, wenn wir also eine k-mal stetig partiell differenzierbare Abbildung haben, also eine stetig differenzierbare Abbildung haben, dann können wir partielle Ableitung bis zur Ordnung k vertauschen. Die Reihenfolge des Ableitens spielt dann keine Rolle mehr. Ja, und Sie werden in der Übung ein Beispiel sehen, das zeigt, dass wenn man die Stetigkeitsannahme weglässt, dass dann diese Reihenfolge tatsächlich eine Rolle spielt. Und mit dieser Beobachtung sind wir am Ende dieses Lernvideos. Bis zum nächsten Mal.